Herzlich willkommen zur heutigen Weltfriedensmeditation. Heute Morgen habe ich einen Spruch gelesen. Damit möchte ich starten heute. Ich zitiere: Du kommst nicht auf der neuen Erde an. Die neue Erde kommt durch dich an. Ich wiederhole: Du kommst nicht auf der neuen Erde an. Die neue Erde kommt durch dich an. Die Frage ist, wie kommt sie durch uns an? Wenn wir es schaffen, in all dem Irrsinn in der Wahrheit zu bleiben, im Frieden zu bleiben und in der Liebe zu bleiben. Und ich sage es immer wieder, wir befinden uns im größten spirituellen Training aller Zeiten. Und um Liebe, Frieden und Wahrheit kultivieren zu können, wenn wir es schaffen, diese Schwingungen mehr und mehr auszustrahlen, dann entsteht die neue Erde durch euch, durch uns. Und dafür bedarf es zweier Energien. Und wenn diese beiden Energien in den Menschen stark sind und in der Balance sind, dann fällt es den Menschen leichter, wieder in ihre göttliche Anbindung zu kommen. Dann finden sie ihren Seelenpartner, ihre Seelenfamilie, weil sie ziehen sich dann gegenseitig an. Und ich möchte sagen, in einem verzweifelten Versuch versuchen die Dunkelkräfte, die Menschheit komplett von diesen beiden Energien abzutrennen und ihnen, ja, in ihnen so viel an Verwirrung wie möglich zu stiften. Und damit fangen sie bereits in den Kindergärten an. Es geht um die männliche und weibliche Energie. Es geht um den Jungen und um das Mädchen, den Mann und das Weib, um Shiva und Shakti, um die weibliche und männliche göttliche Energie in uns. Und wenn der Mensch beide Energien in sich vereint, in sich kultiviert hat, dann ist er frei, ist er unbestechlich und ist er kaum noch manipulierbar. Und deswegen ist es eine große Aufgabe oder eine von vielen Aufgaben, dass wir unsere Kinder vor der ganzen Gender-Agenda schützen, dass wir sie ignorieren und dass wir klar Nein sagen. Und heute wird es darum gehen, was die weibliche und männliche Energie mit den fünf Elementen zu tun hat und wie ihr die verborgene Kraft in den fünf Elementen täglich für euch nutzen könnt. Und auch, warum die Elemente eine Schlüsselrolle im Kampf der dunklen und lichten Seite sind. Und was manchmal bei uns hier am Himmel abgeht, das ist unglaublich. Wir wissen nicht genau, was da passiert, aber das sind zum Teil keine normalen Gewitter mehr, es sind keine normalen Wolken. Und die Elemente im Außen, sie spielen in Anführungsstrichen immer verrückter. So, noch nie hat es meines Wissens nach so viele Brände gegeben. Waldbrände, explodierende Fahrzeuge, LKWs, Firmen, die in die Luft fliegen oder abbrennen. Genauso das Wasserelement. Es scheint, als wenn der halbe Planet überschwemmt wird, dass Überschwemmungen kreiert werden. Wenn man die Faktenchecker liest, Faktenchecker, die sagen, das sei Verschwörungstheorie und es gibt keine Manipulierung des Wetters. Und man schaut sich dann an, wer die Faktenchecker finanziert, dann kann man davon ausgehen, dass genau das passiert. Und es gibt auch viele glaubwürdige Informationen, dass es so passiert. Ja, wir sehen zum Beispiel immer wieder auch sogenannte Waldbrände, die erstaunlicherweise vor den Willen der Superreichen Halt machen oder sie umgehen oder dass sie nur Häuser zerstören, die Brände, und die Bäume links und rechts davon bleiben komplett unberührt. So, das sind schon sehr seltsame Feuer. Und es gibt auch inzwischen unzählige Veröffentlichungen, auch im Mainstream, die zeigen, dass das Wetter manipuliert wird, dass Wolken geimpft werden, um Regen zu kreieren. Und es gibt, es gibt inzwischen hunderte von patentierten Erfindungen, wie Wetter manipuliert werden kann. Und diese Erfindungen werden auch militärisch eingesetzt. Schaut euch an, was für Stürme wir haben, für Taifune weltweit. Und auch in Deutschland, immer häufiger gibt es Windhosen, Erdbeben, Schneestürme. Im Hochsommer hatten wir gerade gehabt. So, das Wetter, die Elemente, sie spielen überall verrückt. Und den Leuten wird gesagt, dass es mit dem Klimawandel zusammenhängt, dass wir härtere Gesetze brauchen, dass wir neue Steuern brauchen, dass der Mensch schuld an diesem sogenannten Klimawandel sei. Und inzwischen gibt es aber auch eine Studie, an der über 1600 Wissenschaftler beteiligt sind, die ganz klar belegen, dass der Klimawandel eine Erfindung ist. So, insofern, setzt bei allen Informationen, auch bei unseren, setzt immer euren gesunden Menschenverstand ein. Zwei Dinge sollten wir uns bewusst machen. So, das ist meine persönliche Meinung. Zum einen schüttelt sich Mutter Erde,
Das heißt, sie nutzt ihre Schöpfung, sie nutzt ihre Elemente, um sich zu transformieren, um aufzurütteln, um die Menschen wachzurütteln. Weil der Umgang mit Mutter Erde ist katastrophal. Und das ist nicht nur die sogenannte Elite. So viele Menschen haben den Zugang zu Mutter Erde verloren. Und genauso wenig, wie manche Menschen ihre Eltern und besonders ihre Mutter ehren, die sie geboren hat, genauso wenig sind viele Menschen in der Lage, Mutter Erde zu ehren, respektvoll mit ihr umzugehen. Und viele sind weit davon entfernt, sie als ein bewusstes Wesen zu sehen. Wenn die Menschen sich wieder bewusst machen, dass die göttliche Mutter sich nicht nur in einem physischen Körper, also in einem Menschen inkarnieren kann, sie kann sich auch in einem Planeten inkarnieren. So, unsere Mutter Erde ist im wahrsten Sinne des Wortes eine Form der göttlichen Mutter. Und wir können von einem Bewusstsein von Mutter Erde sprechen. Und die fünf Elemente sind das Werkzeug, was Mutter Erde zur Verfügung hat, um sich selbst zu reinigen und um uns, um ihre Kinder wachzurütteln. Und dann ist der andere Aspekt, das ist der Einsatz von Wetterwaffen, von Geoengineering. Da wird offen über berichtet und selbst Wikipedia sagt dazu, ich zitiere das mal, dass es dabei um vorsätzliche und großräumige Eingriffe mit technischen, chemischen Mitteln in die Kreisläufe der Erde gibt. Und es ist offensichtlich, dass diese technischen Mittel auch eingesetzt werden. Kannst du nicht hören? Ach so, alles klar. Ja, und es ist offensichtlich, dass diese technischen Mittel auch eingesetzt werden, um zu kontrollieren, um die Menschen in eine bestimmte Richtung zu bringen und um eine bestimmte Agenda durchzusetzen. Ja, die Agenda, eine transhumanistische Welt zu kreieren. So, worauf ich hinaus will, die fünf Elemente werden über technische Mittel manipuliert. Und das lässt sich natürlich nur durch Offenlegung und durch ein klares Nein verändern. Aber wir haben eine viel stärkere Kraft in uns. Der Mensch ist in der Lage, die Elemente im positiven Sinne zu nutzen und auch bis zu einem gewissen Grade zu beeinflussen. Und das läuft über unser Bewusstsein. So, jeder hat die Möglichkeit, durch die Kraft seines Geistes die Elemente, also Erde, Feuer, Wasser, Luft und Äther, für sich selbst einzusetzen. Zum Wohle für sich selbst und für die Welt. Und wir haben auch viele Videos darüber schon veröffentlicht. Natürlich, die Kräfte der Elemente, sie können zerstörerisch eingesetzt werden. Das sehen wir ja auch jeden Tag. Wir können die Kräfte der Elemente aber auch für uns nutzen. Und der beste Schutz vor den zerstörerischen Kräften der äußeren Elemente ist, wenn wir die Elemente in uns so gut es geht im Gleichgewicht halten. Und was viele nicht wissen, die verborgene Kraft in den Elementen ist die Energie der göttlichen Mutter. Es ist ihre Shakti-Energie, die zerstörerisch oder auch aufbauend wirken kann. Abhängig von der Qualität, von der Absicht des Bewusstseins. So, die göttliche Mutter, also die weibliche göttliche Energie, sie ist weder schlecht noch böse. Sie ist einfach, was sie ist. So, sie ist die Natur, sie ist unbändig. So, die weibliche Kraft in der Schöpfung ist explosiv. Und Männer wissen, was ich meine. Sie ist ausdehnend, sie erschafft. Und sie erschafft mit der Samenenergie des Mannes. Und das ist dieser Shiva-Shakti-Mechanismus. Shiva, die männliche Energie, kontrolliert die erschaffende und manchmal auch außer Rand und Band geratene weibliche Energie. So, und dieser Mechanismus gilt im Großen wie im Kleinen. Und er kann 1:1 auf Partnerschaften übertragen werden. So, Shiva, die männliche Energie, kontrolliert die fünf Elemente, damit sie nicht außer Rand und Band geraten und zu zerstörerisch werden. Und Shakti, die weibliche Energie, kreiert mit der Samenenergie des Mannes der Shiva-Energie. So, versteht diesen Energiemechanismus. Und deswegen gibt es Shiva-Mantren und Shakti-Mantren, mit denen ihr kraftvollen Einfluss auf euer Leben, auf die Schöpfung nehmen könnt. Zum Wohle für euch und die Menschen und der Natur natürlich, nicht zu ihrer Zerstörung. Und das größte Gift der Menschen, das sind ihre Gedanken und Emotionen. Weil diese kreieren das größte Leid und das größte Unglück auf diesem Planeten. Und da kommen die Elemente ins Spiel. Wann immer etwas in euch angetriggert wird, wenn ihr ärgerlich werdet oder traurig werdet, wenn eure Energie nach unten geht, dann wisst ihr, dass die Elemente in euch in die Imbalance geraten sind. Wenn ihr euch dann mit den verborgenen Kräften der Elemente verbindet, dann könnt ihr euch leicht wieder ins Gleichgewicht bringen.
Und das sollte in jeder Schule gelehrt werden. Jetzt aber aus guten Gründen nicht. So, wann immer unser Sohn zum Beispiel mal Angst hat, dann fängt er sofort an, ein Mantra zu wiederholen. Und ich glaube, das hat er schon mit 3 oder 4 Jahren begonnen. So, und er hat das total verinnerlicht und hat sofort ein Werkzeug parat, wenn ihm zum Beispiel etwas mal Angst macht. So, jede Art von Ärger, Stress, Angst, von Sorgen, Frust, all solche Emotionen könnt ihr zum Beispiel über das Feuerelement im wahrsten Sinne des Wortes verbrennen. So, das Feuerelement ist das kraftvollste Element, mit dem ihr alle alten, schweren Energien, alle dunklen Energien in eurem Leben verbrennen könnt. So, und jeder kann die heilenden, die transformierenden Energien der Elemente nutzen. Und sie sind so hilfreich und das Gute ist, sie sind kostenlos. So, zündet euch zum Beispiel ein Feuer an oder ein paar Kerzen und schaut in die offene Flamme und setzt dann zum Beispiel die Absicht, ja, was immer euch belastet, diese Energie, diese Schwingung jetzt im Feuer zu entladen, zu transformieren. Und macht das regelmäßig. Nutzt regelmäßig die Elemente, um euch von allen destruktiven Schwingungen zu reinigen, die wir ja tagtäglich in uns aufnehmen. Weil wir sind ja nicht getrennt von der Welt und von der Negativität. Und sie beeinflusst uns. Und wir haben über die Elemente eben eine einfache Möglichkeit, unser energetisches System, unseren physischen Körper, genauso aber auch unseren emotionalen und mentalen Körper zu reinigen und zu stärken. Und ihr findet auf unserem Kanal eine Playlist, ich glaube, die heißt 5 Elemente, da findet ihr auch viele weitere Videos darüber. Auch einzelne Entladungstechniken zu den einzelnen Elementen. Und bezüglich des Feuerelementes gibt es verschiedene Tage im Jahr, die sehr kraftvoll sind, um ein Feuer zu entzünden und die Kraft des Feuerelementes zu nutzen. Also ihr könnt es an jedem Tag machen, aber besonders kraftvoll sind Feuerzeremonien zum Beispiel an jedem Neumond und Vollmond. Und einmal im Jahr gibt es die 9 heiligen Nächte der göttlichen Mutter, Navaratri genannt. Und die finden in diesem Jahr vom 15. bis zum 24. Oktober statt. Merkt euch diesen Termin, 15. bis 24. Oktober. Führt an diesen Tagen eine kleine Feuerzeremonie durch. Zündet euch ein Feuer an, weil das wird eine große Wirkung in eurem Leben haben. Und ich werde euch dazu vorher noch ein paar Anregungen geben, wie ihr ein kraftvolles Feuer entzünden könnt und wie ihr aus einem normalen Feuer ein heiliges Feuer machen könnt. Und was diese 9 Tage so kraftvoll macht, es ist ein Zeitfenster für die Energie der göttlichen Mutter. Also ihr könnt über die göttliche Mutter, also über das Feuer könnt ihr die Energie der göttlichen Mutter ziehen. Und das hat eine immense heilende und transformierende Kraft in eurem Leben. Und einige von euch wissen, dass vedische Feuerzeremonien die Kraft von 100 Jahren Meditation entfalten können, abhängig von der Art der Feuerzeremonie. Und diese Energie könnt ihr über das Feuer in euch aufnehmen. Und wir ermutigen euch, tragt euch dieses Datum ein, trefft euch untereinander, sitzt zusammen am Feuer, macht eine Zeremonie daraus, plant das jetzt schon, kommt zusammen und verbindet euch an diesen Tagen mit der göttlichen Mutter. Und wer Lust hat, kommt gern zu uns ins Allgäu. Wir werden an diesen Tagen unter anderem auch sehr, sehr kraftvolle Feuerputscher zelebrieren. Und ihr könnt euch an diesen 9 Tagen von fast allem alten Ballast befreien, von allen Energien, die ihr nicht mehr in eurem Leben haben wollt. So, ihr könnt sie wortwörtlich ins Feuer geben und eure Seele nimmt unglaublich hohe kosmische Energie in diesem Zeitraum auf. Und das war Swamis Wunsch, dass wir diese Feuerputschers auch im Westen durchführen. Zum einen, um die Energie der göttlichen Mutter hier zu verankern, weil wir brauchen ihre Energie dringend, um all die Herausforderungen, die wir ja haben, meistern zu können. Und das ist, wie gesagt, der schnellste Weg, um innerhalb von 9 Tagen Unmengen an Negativität, an Schmerz, an Leid, an stagnierenden Energien zu verbrennen. Und wir sehen tagtäglich, wie viele Menschen in dieser Welt leiden, unnötigerweise leiden, weil es ist nicht notwendig, über Leid zu wachsen. Aber doch, das Kollektiv hat sich ja größtenteils für diesen Weg entschieden. Und die gute Nachricht ist, dass jeder Zugang zu den schöpferischen Energien der 5 Elemente hat. So, die dunkle Seite setzt sie durch Technologie ein und durch dunkle Rituale für ihre selbstsüchtigen Ziele. Und wir können sie einsetzen, um die Dunkelheit ans Licht zu bringen, um sie zu transformieren. So, ihr könnt euer Leben über die 5 Elemente transformieren und glücklich machen. Und euch auf das ausrichten, was eure Seele glücklich macht, was euch Freude bereitet.
Und darum geht es unter anderem an den 9 Tagen der göttlichen Mutter, wo wir ein sehr, sehr großes Energiefeld aufbauen werden, in dem ihr vieles erlösen könnt. So, kommt gerne ins Allgäu. Wir haben einen der schönsten und kraftvollsten Plätze ausgesucht. Oder nehmt euch Zeit mit Freunden, mit Gleichgesinnten, geht in die Natur. Oder wer einen Garten hat, trefft euch dort und nutzt diese 9 kraftvollen Tage. Gehen wir die anderen Elemente noch kurz durch, wie ihr sie nutzen könnt. So, das Wasserelement könnt ihr nutzen, um euch schneller zu regenerieren. So, wenn ihr unter der Dusche steht oder euch einfach nur eure Hände wascht, setzt die Absicht, euch von allen negativen Energien zu reinigen. Ich reinige mich jetzt von allen negativen Energien, die ich in der Nacht aufgenommen habe oder die ich in der Situation mit XY aufgenommen habe. Ich wasche jetzt allen Ärger, allen Frust über meinen Chef oder meine Eltern aus mir raus. So, setzt eine klare Absicht. Und während das Wasser dann über euch läuft, könnt ihr zur Verstärkung zum Beispiel innerlich das Sai-Mantra laufen lassen. Om Sai Sri Sai JJ Sai. Das ist ein absoluter Verstärker eurer Absicht. Die göttliche Energie folgt immer eurer Aufmerksamkeit, euren Gedanken und wird genau das in euer Leben bringen. Mein liebes Weib, du hörst nichts? Nichts. Plötzlich. Okay. So, wir waren stehen geblieben beim Wasserelement, wie ihr euch mit dem Wasserelement ja reinigen, entladen könnt. Und dann kommen wir jetzt weiter zum Erdelement. So, ich hoffe, ihr habt euch unser Video über das Barfußgehen angeschaut. Das ist ebenfalls eine sehr kraftvolle und kostenlose Technik, die der größte Segen für eure Gesundheit ist. Und ich werde euch das Video morgen nochmal in der Aufzeichnung verlinken. Und auch hier könnt ihr zur Verstärkung das Sai-Mantra nutzen. So, setzt die Absicht, allen Stress, alle unangenehmen Gefühle an Mutter Erde abzugeben. Stellt euch vor, wie die Energien durch eure Fußchakren zu Mutter Erde fließen, wie sie dann augenblicklich umwandelt, transformiert und wie ihr umgekehrt die nährenden und aufbauenden Energien von Mutter Erde in euch aufnehmt. So, ich bin selbst die letzten Monate sehr viel barfuß unterwegs gewesen und die Veränderungen sind so, so spürbar. So, und dann haben wir noch das Luftelement. Ich muss sagen, die 3 kraftvollsten Elemente, mit denen ihr Stress und jegliche Art von belastenden Energien entladen könnt, sind das Feuerelement, das Erdelement und das Wasserelement. So, und das Luftelement könnt ihr zum Beispiel nutzen, indem ihr eure Räume ausräuchert, weil alte Energien halten sich in den Räumen. Auch Emotionen, dicke Luft sagen wir. Also die Emotionen können sich noch eine sehr lange Zeit in Räumen halten, auch wenn die entsprechenden Personen, Menschen gar nicht mehr da sind. So, und dafür verwendet zum Beispiel Räucherstäbchen, sollten in Bioqualität sein, mit reinen Zutaten, zum Beispiel Sandelholz oder Salbei. Es gibt viele Möglichkeiten des Räucherns und damit reinigt ihr das Luftelement in euren Räumen. Und über den Äther haben wir bereits 2 Videos gemacht, wie ihr den Äther, das Himmelselement, zum Manifestieren eurer Gedanken nutzen könnt. Auch das Video werde ich euch morgen dann noch in der Aufzeichnung verlinken. So, es lohnt sich, sich tiefer mit den 5 Elementen zu beschäftigen. Ihr findet dazu auch ein freies Webinar auf unserer Webseite. Und wie gesagt, vom 15. bis 24. Oktober finden die 9 heiligen Nächte der göttlichen Mutter statt, an denen ihr besonders das Feuerelement und das Wasserelement nutzen könnt, um euch von alten Energien zu befreien und eure Seele mit sehr hohen kosmischen Energien aufladen könnt. Und das Besondere an diesen 9 Tagen ist die Verbindung zu den Energien der göttlichen Mutter und damit zu dem Feld des Wissens, der Weisheit und des Wohlstandes. Wohlstand ist der Lakshmi-Aspekt. So, und allein wenn ihr euch an diesen 9 Tagen 1 bis 2 Stunden Zeit nehmt und euch vor einem Feuer setzt, die Auswirkungen können euer ganzes Leben beeinflussen im positiven Sinne. Und ihr könnt in dieser Zeit eben sehr, sehr kraftvoll die Elemente für euch nutzen. Und über die Reinigung und Stärkung der 5 Elemente in euch, dadurch kann die neue Erde durch euch ankommen. Gut, und damit lasst uns zur heutigen Weltfriedensmeditation kommen und zu einem der größten Heiligen, die auf diesem Planeten gelebt haben, Shirdi Sai Baba, der zu seinen Lebzeiten seine gesamte Meditationskraft in 4 Flammen gespeichert hat. Und die sollen seit über 120 Jahren ohne Zusatz von Öl oder sonst etwas brennen.
Und diese vier Flammen stehen, ihr wisst es, für Satya, Dharma, Shanti und Prema, für die Schwingung von Wahrheit, von Rechtschaffenheit, von Frieden und Liebe. Und über das Sai-Mantra, das wir in dieser Meditation nutzen, verschmilzt ihr selbst immer mehr mit diesen vier Schwingungen. Und ihr werdet selbst immer mehr Ausdruck dieser vier Qualitäten, von denen es in den vedischen Schriften heißt, dass sie ein Weg zur unsterblichen Erleuchtung sind. So, das ist die Kraft, die hinter dieser Meditation steckt. Und jeder, der noch nicht mitgemacht hat, der sich bisher nur die Aufzeichnung angesehen hat, ihr seid herzlich eingeladen, an jedem Donnerstag frei an ihr teilzunehmen. So, und damit lasst uns starten. Shanti, Shanti, Shanti. Die göttliche Mutter, sie ist nicht nur ein Konzept, sie existiert wirklich. Es ist möglich, sie mit physischen Augen zu sehen, und sie existiert genauso, wie jeder eine physische leibliche Mutter hat. Wie jeder von euch durch einen physischen Schoß gekommen ist. Und der ist eure Brücke zum Schoß der göttlichen Mutter. Genau diese Verbindung wollen die Transhumanisten um Klaus Schwab herum zerstören. Deswegen sie am liebsten hätten, dass bis 2030 alle Kinder dieser Welt nur noch in einer künstlichen Gebärmutter zur Welt kommen. Das ist ihr Plan. Zumindest sprechen sie bereits öffentlich darüber. Und es liegt an uns, an jedem Einzelnen, dies zu verhindern und zu solchen Dingen ein klares Nein zu sagen. Über die Verbindung zur göttlichen Mutter setzt ihr eure Schöpferkräfte wieder frei. Und die Illusionen werden alles versuchen, um euch von diesen neuen Tagen der göttlichen Mutter abzubringen, euch abzulenken, dass ihr an diesen Tagen Wichtigeres vorhabt, als euch mit den verschiedenen Aspekten der göttlichen Mutter zu verbinden. So, der Verstand wird versuchen, euch abzulenken, und deswegen kündigen wir den Termin auch rechtzeitig an. So, schreibt euch diesen Termin, 15. bis 24. Oktober, in euren Terminkalender. Und tut euch mit Freunden zusammen, mit Gleichgesinnten, geht in die Natur, zündet ein Feuer an, verbindet euch mit der Natur, mit der göttlichen Mutter, und ihr werdet so viel an Heilung, an Erkenntnissen, auch an Transformation erfahren. Und diese Energie, sie wird euch eine lange Zeit spürbar begleiten, die ihr in diesen Tagen aufnehmen werdet. Und wenn ihr Lust habt, kommt ins Allgäu und lasst uns diese Zeit zusammen verbringen. Wir bereiten einige Dinge vor, über die ich öffentlich nicht sprechen will, aber ich kann euch sagen, dass es sehr kraftvoll sein wird. Das war's für heute. Nächsten Donnerstag werden wir unterwegs sein um diese Zeit ohne Netz. Deswegen fällt die nächste Weltfriedensmeditation aus. Aber trotzdem führt sie gern für euch aus. Und die Woche drauf geht es dann wie gewohnt weiter. Bis dahin, alles Liebe. Eure Samara und Atma. Om. Shanti, Shanti, Shanti.